Und damit herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Stück, was ich heute mal mit euch zusammen spielen möchte. Ich habe mal ganz kurz reingeguckt in das Game, das heißt Haven Dog. Und die Entwickler sind YYZ. Es ist ein Simulationsspiel, in dem du mitten im Meer eine Stadt errichtest. Werde autark, siedle Reisende bei dir an, kümmere dich dann um deren Bedürfnisse und erkunde neue Möglichkeiten, um sie glücklich zu machen. Baue ein U-Boot und entdecke Inseln, um immer komplexere Ressourcen herzustellen. Wir sind ein bisschen sonnengebräunt, wir sind ja am Meer und so, tragen orange Kleidung, weil passend zum Thema bei Lake Sun, nee, weiß ich nicht, ob ich das jetzt, das sieht ganz schön bescheuert aus, ja? Kann man sie ein bisschen näher angucken, die Tante? Nee, ne? Und ich sage, confirm, let's go. You wake up in a daze on a small sand. Und wird sie die ganze Zeit hetzen? Oh mein Gott. Sie sieht aus, als ob sie ein bisschen betrunken ist. Find some wood to build a makeshift deck using rocks as tools. Looks like you have to build more decks and expand. Ja, okay, wir müssen mehr so eine Foundations bauen, Decks bauen. You have no recollection of how you got here. You must find a way to survive. Okay. Okay. Wir müssen überleben, Leute. Es ist ein Survival Game irgendwie. Also, das ist das Spiel. Wir können Sachen einsammeln, die hier rumliegen und die uns hier entgegengespült werden, ja? Wir müssen, wie man hier so schön sehen kann, ich kann nicht, leider nicht weiter rauszoomen, müssen wir hier rüberkommen, wir müssen hier diese Dinger bauen, damit wir uns hier fortbewegen können. Und wir brauchen halt diese Plattform, damit wir was bauen können, ganz klar. So, ne? Und ja, ihr seht schon, worauf es hinausläuft. So, und den müssen wir wahrscheinlich auch retten. Learn how to build. Building Decks. Das sieht man hier sehr gut. Ich weiß allerdings schon, wie es geht, also gehe ich da gleich mal rein. Wir haben hier Basenbau. Und da kann ich sagen, ich möchte ein Deck bauen. Und ich baue jetzt erstmal hier hin. Hier hin. Hier hin. Wir machen uns erstmal ein bisschen was Quadratisches, würde ich sagen. Wir können auch Fische fangen. So, und ich kann mit WASD mich bewegen. So, dann kann ich das schon mal einsammeln hier. Das ist schon mal ganz gut. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen Stuff bekommen. Fische fangen können wir auf jeden Fall, aber die ganz großen hier glaube ich noch nicht. Aber wir brauchen Fische. Ja, ist too big to catch, okay. Kann ich den noch mitnehmen? Nee. Okay, wir müssen uns weiter fortbewegen. So, wenn ich jetzt weiter baue, dann sieht man hier schon, dass ich hier gar nicht weiter komme, ne? Guck mal, ich kann hier zwar hin, aber hier kann ich nicht bauen. Bei diesen gelben Sachen müssen wir eine Bridge bauen. So, wir brauchen Platz, Leute. Eine Bridge müssen wir bauen. Allerdings, hier, das ist eine Bridge. Für eine Bridge brauchen wir... Haben wir denn die Ressourcen für eine Bridge? Genau, wir brauchen Metallbarren. So, jetzt habe ich einen Fisch gefangen. Sehr gut. Wir müssen uns nämlich auch ernähren, wie man sieht. Wir brauchen was Nahrung, wir brauchen Wasser. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir hier zwischendurch mal ein paar Fische angeln, ne? So, also um dahin zu kommen, brauchen wir jetzt, wie gesagt... Kommt noch mal ein bisschen dichter, Diggi. Schade. Oder? So, habe ich. Brauche mehr Stuff. Press R to orbit to camera or hold the middle mouse button. Ja, ich kann halt ganz weit rein oder ganz weit raus. So. Build a pump. Ich werde mal ein bisschen... Moment, das machen wir mal weg. Ja. Ich werde mal ein bisschen Questlog machen. Damit wir ein paar Fortschritte bekommen. So. Hier muss ich, glaube ich, auch noch mal hin ein bisschen, ne? Come on! Das hier hätte ich auch ganz gerne. Nun gut.
Fischi, drei Fische haben wir jetzt schon. Inventar ist hier oben. Gut, baue eine Pumpe. Ich gehe jetzt hier rein und hier haben wir eine Pumpe. Die werde ich jetzt mal hier hinstellen. Geht das? So, haben wir gebaut. So, jetzt collecte bitte Seawater von der Pumpe. Oder hinten geht's ab, da müssen wir ein bisschen einsammeln. Also es ist schon so ein bisschen wie bei Raft, ne? Also ich habe zwar Raft selber noch nicht gespielt, aber schon ein bisschen was davon gesehen. Und da muss man halt auch immer Sachen einsammeln. Und vielleicht kann man das hier auch irgendwie automatisieren. Das wäre halt ganz cool. Wenn das geht. Ich pumpe. Einmal Seewasser. So. Wie viel habe ich doch jetzt? Collecten soll ich das? Ah ja, hab ich collected. So. Build a distiller, it turns seawater to water. Okay, das heißt, ich werde jetzt erstmal nochmal hier ein bisschen mehr Platz reinmachen. So. Okay, Destille sollen wir bauen. Ich baue eine Destille. Die kommt hier hin. Zack. So, und dann kann ich hier sagen, mach zweimal rein. Und dann destilliert er uns jetzt das Wasser. Dann haben wir hier frisches Wasser. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Was ist hier mit ihm? Müssen wir den retten, den Pinguin? Dann würde ich das einmal machen. Vielleicht kann der uns ja helfen. Fische fangen oder so. Ich guck mal, ob ich da rüberkomme. Too far. So. Hallo! The penguin makes a strange noise. It looks aggressive and might attack you anytime. What? Hab ihm jetzt Fisch gegeben. You watched eagerly as a penguin gobbled the fish, but nothing exciting happened after that. Do you want to feed it another fish? No. Der kann mich mal. Das ist mein Fisch. Ich muss ja auch von irgendwas leben, ne? So, haben wir ein bisschen Wasser. Und noch ein bisschen Wasser. Okay, perfekt. Build a workshop. So, wir machen jetzt einen Workshop. Den können wir dann vielleicht hier hinstellen. Muss ich das drehen? Ja. So. Ah, Mist, ich muss noch ein paar Sachen sammeln. Ja, ich bin zu spät. Muss zwischendurch auch mal aufpassen, dass ich hier noch Sachen... Goldene. Wollen wir mal versuchen, den Pinguin mit einem goldenen Fisch zu fangen oder zu bezirzen? Vielleicht funktioniert das. Feed it one golden fish. The penguin gobbles a fish, it burps a loud burp and you watch in horror as it excretes a pile of poop on the ground right before your eyes. Pick up the poop. You somehow made the decision to scoop it up and nonchalantly chucked it into your inventory. Your hands are black with filth and that smell will take days to wash up. Ugh, disgusting. Ja, das ist ja toll. Jetzt habe ich hier irgendeine ekelhafte Pinguinkacke in meinem Inventar. Super. Oh, da kommt eine große Kiste. Die müssen wir haben. Unbedingt. Gib mir die Kiste, come on. Ah, da gibt es bestimmt ein bisschen mehr Zeug, wenn man so eine Kiste fängt. So, die Fische hätte ich auch noch ganz gerne. Ich habe schon 13 Fische, oh mein Gott. Oh, da ist noch eine Kiste, die müssen wir auch haben. Let's go, let's go. Also wir müssen den Pinguin mit goldenen Fischen füttern, scheinbar. Und dann kriegen wir irgendwie Spezialkacke. Irgendwie so. Ach, hier komme ich nicht weiter. Cool.
Hier muss ich Brücken bauen. Ah, und man sieht auch schon, da kann ich jemanden holen. Vielleicht kann sie mir denn helfen, ob wir das vielleicht mal. Wie kann ich. Also hier brauche ich jetzt Brückenzeug oder was? Moment. So, hier. Dann könnte ich eine Brücke bauen. So. Oh, cool. Und hier kann ich jetzt weiter Dingsbums bauen, oder was? Nice. Hallöchen. If you researched flight and have supplies to spare, we might have a chance to get this ancient technology up and running again. Who knows what it does? We could leave here, or maybe we could go find the origin. Check supplies. You have not researched flight yet. Das ist ja toll. So, okay. Wir müssen jetzt Agriculture at the Workshop lernen. Research, Agriculture müssen wir lernen. Dann werde ich das jetzt mal machen. Kostet 2 Wasser und let's go. 10 Sekunden machen wir das jetzt. Und dann lernen wir hier das. Dann können wir Futter anbauen. Das ist sehr, sehr gut. Okay, und dann haben wir ein Vogelhaus, eine Falle und eine Farm. Gut, wir sollen jetzt eine Farm bauen. Das ist jetzt wichtig. Also baue ich jetzt auch eine Farm. Diese Farm stelle ich hier vorne hin. So. Und dann werden wir. Ach nee, dann müssen wir erst. Weil dann muss ich erstmal Lettuce. Ich baue jetzt Lettuce an, ja? Dann open the food tab, build zwei Birdhaus-Häuser. Food tab. Bird. Vogelhäuser. Moment. Vogelhäuser bauen wir. Diese Vogelhäuser stelle ich hier hin. Wieso geht das nicht? So, haben wir. Kann ich das umstellen? So. Und das Ding auch, ne? Umstellen. Hierhin. Perfekt. So, hier haben wir jetzt einen cool. Schon mal gut. Jetzt gucke ich mal, ob wir hier rüberkommen. Brücke. Not enough. Ach, ich brauche 5 oder was? Shit. Okay, dann warten wir mal auf die Kiste da vorne. Und auf beide, hier sind 2 Kisten. Ich werde bekloppt. Come on, ich brauche einen längeren Faden. 7. Brauche ich denn eigentlich 10 nochmal für 2 so eine Brücken? Reicht nicht, schade. Brücke. Not enough. So, Vegetables. Haben wir. So, Charcoal at the Workshop sollen wir erforschen. Dann mache ich das mal. Research. Wo ist Charcoal? Ist das Charcoal? Ja. Research. Jetzt können wir mit 2 Kohlköpfen, können wir das jetzt researchen. Dann können wir ein Lagerfeuer bauen. Was war das jetzt? Goldenes Holz oder was? So, da komme ich ja auch nicht rüber. Da muss ich erst Flight irgendwie erforschen, dann komme ich weiter. Das nehmen wir noch mit. So, bilde Charcoal Maker. Das machen wir jetzt. Wo kann ich den finden? Hier? Hier, Charcoal Maker. Packe ich mal hier vorne hin. So, was machen wir da? Pack Holz rein. So, machen wir ein bisschen Charcoal. Oh, ich muss das mitnehmen. Nein, 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 zu spät. Kiste wäre geil. Kiste. Aber die Frage ist, baue ich jetzt hier erstmal die. Ja, wir bauen erstmal hier die Brücke, ne?
glaube, wir bauen erstmal hier. Perfekt, wir haben Hühner. So, ich habe jetzt Kohle gemacht. Das sammeln wir noch. Ich gebe mal dem Pinguin noch ein bisschen goldenen Fisch. One golden fish. Freut er sich? Jetzt lache ich ihn aus. Aber ich habe Happiness gewonnen. Ne? Das ist ja toll. So, 5 Charcoal. Moment. Okay. Habe ich? Ich habe sogar 10. So, perfekt. Research. Müssen wir erstmal das Cookhaus researchen. Das mache ich jetzt erstmal. Wo habe ich das Pier? Hier. Das können wir danach machen. Brauchen wir 5-mal Holz. Wie mache ich jetzt ein Pier? Ach. Ach. Ach, guck. Das ist ja interessant. Jetzt. I didn't expect to see another survivor, and here I thought I'd be stuck talking to my volleyball for the rest of my life. I see you've been putting the wreckage of DC-370 to good use. Who are you? Call me Alf. I've been sailing for days, but always am back at the crash site. Join me. It looks like there isn't any space on board. I'll wait here until you have built a house. Okay. If you're wondering, Mist, how to build a house, perhaps the workshop has answers. Okay, ja, I'm trying. Okay, wir müssen ein Haus bauen. Ich glaube, ich werde hier erstmal ein bisschen Platz schaffen, ne? Hier so ein bisschen. Weil ich jetzt nicht genau weiß. Wie groß so ein Haus sein wird. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Okay. Dann gehen wir mal nochmal zum Workshop. Research. Ja. Ja. Leute, das müssen wir machen. Das sind die Dinger wie bei Raft. Okay, das bauen wir jetzt. So, ich nehme alles mit und wir machen Input. Was ist das hier? Seeds. Wo kriege ich Seeds her? Oh. Okay. Bird Poop. Nice. Let's go. Ich werde researchen. Und zwar diese Dinger hier. Let's go. Ah, Burger. Ich muss Burger machen. Okay, gut. Und hier machen wir Hein. Hein. Pinien machen wir hier. Dann haben wir wenigstens Holz. Okay. Sehr, sehr cool. So, das haben wir gelernt. Jetzt researche ich aber auch gleich noch Häuser. Ja. Das ist so gut. Hier müssen wir auch was hinmachen. Warte. Netze. Kann ich nicht mehr? Doch, kann ich. Wieso kann ich nicht? Ah, hier kann ich, aber da kann ich nicht. So, haben wir jetzt schon ein bisschen Burger gebaut. Ein Fleisch haben wir schon. Das andere ist gleich fertig. Und dann researchen wir noch die anderen Sachen. Oh, jetzt merke ich erstmal, dass ich was essen muss. Bin gleich tot. Oh Gott. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Kann ich nicht auch einen Burger essen? Oder ein Salat?
Oh mein Gott, ich muss irgendwie essen. Erstmal, wir müssen dringend was zu essen. Ich bin fast gestorben. So, lass mal gucken. Wir essen. Wo ist Fisch? Kann ich Fisch machen? Kann ich irgendwas machen? Meals. Fisch. Guck. No worker. Dann koche ich erstmal selber. Und hau mir das hinter die Kiemen. Ja, ein bisschen Salat, bisschen Charcoal. Okay, und dann esse ich das jetzt. Oh, ich habe ja noch Nahrung. Ich bin ja doof. Build a house for your first settler. Okay. Ein Haus bauen. Mal gucken. Hier. Haus. Och, das ist ja süß. So klein. Okay. Kann ich Enter drücken? Oh, das ist ja allerliebst. Oh, wie süß. Okay. Das ist ja zuckersüß. Okay, das ist sehr nice. Okay, dann hole ich jetzt den Mann. Und dann kann der uns vielleicht helfen. Have you built a house yet? I know it looks like you might have a lot of working space, but some living quarters would be nice. So do you have a house? Yes. Yes. So. Mein Freund. Welcome. Oh, so ein goldener Fisch. So, was kann ich jetzt mit dir machen? PTSD hat er. Das ist ja toll. Was kann ich mit dir machen? Tip Settlers. You invited the settler to live on your settlement. Settlers work for you, carrying resources to where they need to be, such as carrying seeds from the birdhouse to plant in farms. Ah, er pflanzt. Guck mal. Der pflanzt. Aha. Das ist ja zuckersüß. So, ich würde gerne noch ein paar Netze bauen, ehrlich gesagt. Er macht Charcoal. Perfekt. Wie viel... Ah, lass uns mal hier rüber gehen. So. That lighthouse looks broken. Repair. Und jetzt ist es nicht mehr broken. Oh, da kommt noch jemand. You turn the lighthouse on and its light pierces the sky in the distance. A small boat steers itself towards your lighthouse. Okay, da brauchen wir noch ein Haus, wa? Oder? Hey, nice settlement, but I'm not one to move in. I'm a scavenger of the sea. Are you wondering how to get more steel? Yeah. Well, I have steel, but you are going to have to give me some valuables in return. How about we trade? Okay, lass mal traden. Steel, 92 Stück hast du. Aber warum sollte ich jetzt so viel Zeug... Nee, wir machen das nicht. Dismiss. Tschüss. Ja, gut. Es ist, wie es ist. Hey. Soll ich dir noch ein Haus bauen? What a hot day. Do you have any water? I come on board if you have... Yes. Thank you. Ja, bitte, ne? Welcome. Könnt ihr bitte noch Blätter sammeln? Das wäre ganz zauberhaft. Bräuchte Blätter, viele davon. So, Research Rocks. Das machen wir mal eben. Research Rocks. Wo sind die? Sleeping Rocks. Comfort Homes. Okay, machen wir erstmal Rocks. Brauche ich Blätter? Ich habe keine. Pinienblätter brauche ich. Da ist schon wieder jemand. What a hot day. Do you have any water? Yes. Mach mal noch ein paar Häuser, wa? Lone Blacksmith is arriving. Ja, okay. Wo ist die Blacksmith? Hier.
Ja, ich habe Wasser. Ich habe Wasser. Pine Lover. Okay. Ja. Du hast ein Haus. Ihr habt alle ein Haus. Ich gehe mal kurz da rein. Mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn man da reingeht. Weil das ja so ein Dreierhaus ist jetzt. Enter. Ah, genau so. Okay. Stehen einfach nur so nebeneinander. Ach, die Türen sind... Huch. Kann man das drehen? Aber ich kann, glaube ich, nur begrenzt bauen, ne? Hier kann ich noch bauen. Ja, geh gleich weiter. Hier brauchen wir eine Bridge. Okay, dann kommen diese Dinger. Hier geht's aber nicht weiter. Hier können wir weiterbauen. Aber da komme ich gar nicht hin. Na hoch. Du willst noch ein Haus haben. Und hier unten ist noch jemand und wartet. Möchte wahrscheinlich auch ein Haus haben. Na? Ja, ich muss mir, glaube ich, mal langsam ein bisschen Wasser organisieren, ne? Ich habe hier gerade ein Blatt gesehen. Wo ist das jetzt? Flip aus. Hier war ein Blatt. Sleeping Rocks. Wo kann ich die hinmachen? Hier so? So, wo stelle ich, so ein Ding mal hin? Wie süß ist das denn? Dass die hier auf solchen Steinen schlafen einfach. Ich habe keine Steine mehr. Ja, aber irgendwie komme ich jetzt hier nicht weiter, ne? Also hier hinten ist jetzt Schicht im Schacht, da ist es zu weit weg. Da komme ich nicht lang. Build a scuba station and select sand to harvest. Okay, scuba station. Sand. Worker, du. Okay. Eine arbeitet dort. Wo kriege ich jetzt einen Diving Tanker? Und was ist das hier? Das brauchen wir auch. So, und da kann ich jetzt Steel machen. Allerdings brauche ich dafür Steine und Iron Ore. Iron Ore haben wir nicht. Can be found by divers and that into a smelter. Ach ja. Wo kann ich denn einfach Fisch kochen? Hier? Nee, das ist die Destille. Grill. Ah, here we go. Das sieht mir doch schon eher aus wie etwas. Guckt Fisch. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, da haben wir jetzt eine ganze Menge gesehen von dem Spiel. Also das wird sich dann immer noch weiter ausweiten. Und man kann hier nach und nach Sachen freischalten und die ganze Gegend hier entdecken. Oh, das ist schon heftig. Das ist schon wirklich heftig. Allerdings, eine Sache würde mich noch interessieren. Da brauche ich noch einmal Metall, ne? Warte mal, ich laufe noch mal kurz zu der Tante darunter. Wait! Gib mir doch bitte noch ein paar. Ich gebe dir Golden Fish. Das würde ich jetzt gerne noch mal gucken. Wäre richtig nice. Schon anderthalb Stunden am Spielen fast hier. Heftig. So, das, das. Und dann können wir hier weitermachen.
So, wie komme ich da jetzt rüber? Hallo? Seems I need a boat to reach the island. Oh no, was? Guck mal, wie schön. Apfelbäume und sowas. Ach, come on. Kriegt der jetzt ein Boot her? Tja, gute Frage. Okay, haben wir versucht. Wir haben es versucht. Und das Hühnchen läuft hier auch erstmal lang. Das ist schon ein schönes Game. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Haven Dog, meine lieben Freunde. Haven Dog, wenn es euch gefällt, packt es auf die Wunschliste im dritten Quartal. Nein, im ersten Quartal 2023 soll das Game rauskommen. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Also macht's gut. Tschüss.